Und bekommt nun Herr Özel das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht kippt das Betreuungsgeld. Schon wieder eine Niederlage mit Ansage für ein Prestigeprojekt der Konservativen in diesem Land. Rund einen Monat vor der Entscheidung des Verfassungsgerichts hat übrigens die Junge Union noch eins draufgesetzt und eine weitere aberwitzige familienpolitische Maßnahme ins Gespräch gebracht. Wenn es nämlich nach dem Willen des Unionsnachwuchses ginge, müssten kinderlose Erwachsene ab dem 25. Lebensjahr für ihre Kinderlosigkeit zukünftig eine Strafsteuer in Höhe von 1% zahlen. Liebe CDU-Fraktion, Familienpolitik galt einmal als eine ihrer Kernkompetenzen. Mittlerweile hat die Realität sie aber offenbar gnadenlos überholt. Im Jahr 2015 versuchen Sie Familienpolitik nach dem Motto Zuckerbrot und Peitsche. Wer Kinder bekommt, kriegt Betreuungsgeld. Wer keine Kinder hat, muss Strafe zahlen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion, eines sollten Sie sich für Ihr Getaumel auf dem Weg zu einer modernen Großstadtpartei hinter die Ohren schreiben. Kinder konnte und Kinder kann man nicht kaufen. Meine Damen und Herren, das sieht ganz offenbar auch die weit überwiegende Mehrzahl der Menschen in Deutschland so. Das, aufgepasst, Münchner IFO-Institut hat gerade erst gestern sein aktuelles Bildungsbarometer vorgestellt. Darin enthalten eine repräsentative Umfrage aus dem Mai 2015, also noch deutlich vor dem Verfassungsgerichtsurteil. Und dieser Umfrage zufolge sind nur 33% der Bürgerinnen und Bürger für das Betreuungsgeld gewesen. Ganze 57% lehnen es hingegen ab. Und das Bemerkenswerte, selbst unter den Unionswählern waren nur 34% für das Betreuungsgeld. Mich würde mal interessieren, wie viel Zustimmung eine Befragung in Ihrer Fraktion ergeben würde, wenn ich ehrlich bin. Fakt ist, Sie haben sich vollkommen verrannt bei diesem Thema und klammern sich jetzt gebetsmühlenartig an den letzten Strohhalm. So viele Deutsche beantragen Betreuungsgeld, dann muss es doch gut sein. Mit derselben Logik könnten Sie auch eine Prämie fürs Fernsehgucken einführen. Da sollten Sie mal sehen, wie viele Leute das beantragen. Das macht so eine Maßnahme trotzdem nicht sinnvoll. Also liebe Kollegen von der CDU, die Kinderlosen und auch die anderen, verabschieden Sie sich doch endlich gedanklich vom Betreuungsgeld. Lassen Sie uns nach vorne schauen und überlegen, wie wir die Betreuungsgeldmilliarde aus dem Bundeshaushalt hier investieren können. Mir fielen da einige Punkte ein, wie zum Beispiel, wir haben es jetzt schon öfter gehört, eine Unterstützung der Länder beim Ausbau der Kitas und der Krippen, deren Qualität muss vor allem durch einen besseren Betreuungsschlüssel verbessert werden. Aber heute, auch das haben wir eben schon gehört, konnte man in der Presse leider schon lesen, dass Schäuble das eingesparte Geld benötigt, um das Elterngeld in den nächsten Jahren solide und seriös zu finanzieren. Das bedeutet meines Erachtens übrigens im Umkehrschluss, dass die bisherigen Planungen im Bund laut Schäuble unseriös und unsolide gewesen sein müssen. Das Elterngeld hätte schließlich auch bei bestehendem Betreuungsgeld weitergezahlt werden müssen, aber das nur am Rande. So wenig vertrauenserweckend, wie es klingt, aber nun müssen wir uns leider auf die Durchsetzungskraft von SPD-Ministerin Schwesig verlassen, wenn wir in Hamburg etwas von dem Geld sehen wollen. Das verheißt nichts Gutes. Sieht also tatsächlich so aus, als müsste Rot-Grün das Ziel einer Verbesserung des Betreuungsschlüssels auf 1:4 dringend ohne Bundeszuschüsse durchrechnen und planen. Ich bin da wirklich äußerst gespannt auf das entsprechende Konzept. In einer einzigen Sache muss ich meinem Vorredner, Herrn Jiedes, tatsächlich zustimmen. Sie haben heute wirklich beide durchblicken lassen, Frau Leonhard und Frau Gallina, dass Sie der Ansicht sind, dass die Ziele, die Sie verfolgen, ohne Bundesmittel nicht umzusetzen sind. Wie gesagt, das lässt nicht unbedingt hoffen für das, was in den nächsten Jahren kommt. Vielen Dank.